Und jeden Dienstag ist Versammlung. Am Mittwoch ist ein Vintage-Videospiele-Club und... Kevin! Was hast du da an? Hey, das ist zu meinem eigenen Schutz. Ich habe gehört, es gibt einen neuen Mitschüler mit einer Art UFO-Virus? Ich glaube, du meinst mich. Ich bin Monroe und ich habe keine Alien-Krankheit. Aber ich habe HIV. HIV? Das klingt ja noch gruseliger. Es ist nicht gruselig, wenn du dich damit auskennst, Kevin. HIV steht für humanes Immunschwächevirus. Das Virus greift bestimmte weiße Blutkörperchen an, die den Körper gegen Infektionen und Krankheiten verteidigen. Das kann das Immunsystem einer Person schwächen, wodurch der Körper weniger geschützt ist. Wenn HIV nicht behandelt wird, kann es sich zu einem schwerwiegenderen Zustand, der AIDS oder erworbenes Immunschwächesyndrom genannt wird, verschlimmern. Eine Person mit AIDS ist schlecht vor anderen Infektionen geschützt, zum Beispiel Tuberkulose, Lungenentzündung, bestimmte Arten von Krebs und andere. Oh je, ich glaube, ich brauche mehr Sicherheitsausrüstung. Keine Sorge, Kevin. Du kannst HIV nicht durch alltäglichen Kontakt wie Berührungen, Küssen oder gar ein Glas teilen bekommen. HIV kann nur durch den Kontakt mit bestimmten Körperflüssigkeiten verbreitet werden. Blut, Sperma, Vaginalflüssigkeit oder Muttermilch. Es wird also normalerweise durch Sex oder geteilte Nadeln verbreitet. Unbehandeltes HIV kann auch während der Schwangerschaft, der Geburt oder dem Stillen von der schwangeren Person auf das Kind übertragen werden. Das passiert weniger häufig, aber so habe ich mich angesteckt. Um dich und andere zu schützen, solltest du nicht unüberlegt Sex haben, jedes Mal ein Kondom verwenden und keine Drogen spritzen. Für Leute, die sexuell aktiv sind, ist es sehr wichtig, dass sie sich regelmäßig auf HIV und andere sexuell übertragbare Krankheiten testen lassen. Du kannst dich bei einer Ärztin, einem Arzt, dem Gesundheitsamt oder bei der AIDS-Hilfe testen lassen. Manche Tests kannst du sogar zu Hause durchführen. Kann HIV geheilt werden? Leider kann HIV bisher nicht vollständig geheilt werden. Wenn du es also einmal hast, dann hast du es immer. Aber die gute Nachricht ist, dass es viele gute und sichere Medikamente gibt, die Leuten mit HIV dabei helfen, ein gesundes, langes Leben zu führen und die Chance, es an andere weiterzugeben, reduzieren. Es gibt sogar ein Medikament, das Personen, die dem Risiko ausgesetzt sind, HIV zu bekommen, präventiv schützen kann. Ich muss meine Medikamente nehmen und vorsichtig sein. Aber ich bin gesund und ich habe ein großartiges Leben. Das ist ja fantastisch, Monroe. Ach, entschuldige, dass ich vorhin so seltsam war. Schon in Ordnung. Hey, magst du auch zum Vintage-Videospiel-Club kommen? Ja, mit nur einer Taste kannst du wirklich jeden Knopfdruck genießen.